Microsoft Studios und Moon Studios präsentieren Ori and the Blind Forest. Und damit, Leute, heiße ich euch herzlich willkommen hier zum Start eines neuen Projektes auf meinem Kanal. Wir zocken gemeinsam Ori and the Blind Forest. Und es gibt solche Spiele, vor denen hat man einen Heidenrespekt und weiß nicht genau, was man überhaupt dazu sagen soll und wie man diese Geschichte überhaupt erzählen soll. Und ich muss sagen, Ori ist so ein Projekt. Aber ich wollte es unbedingt hier auf meinem Channel zeigen. Ich wollte es unbedingt spielen. Und ich wollte euch unbedingt die Geschichte von Ori erzählen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir spielen das Ganze. Ich habe das Spiel selbst noch nie gespielt. Aber ich habe ein Let's Play dazu gesehen. Ein sogar ziemlich gutes Let's Play. Und muss sagen, ich war von dem Spiel absolut begeistert und bin es immer noch. Habe aber sehr großen Respekt vor dem Spiel. Und ja, um was es in dem Spiel geht, das erfahren wir, sobald ich auf Spiel starten drücke. Und das werde ich jetzt auch tun, denn ich möchte nicht groß rumquatschen. Ich möchte die Geschichte einfach erleben und fühlen. Und das mit euch gemeinsam, und ich freue mich sehr drauf. Und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Und jetzt geht's los. Leerer Speicherplatz. Und los geht's in die Geschichte von Ori and the Blind Forest. Wir denken immer an die Nacht. Als Ori von mir ging, im Sturm und Wind. Ist das schön, das ist einfach nur unglaublich schön. Das Blatt im Winde verweht. Nanu? Was war das? Schauen wir mal nach. Willkommen im Schwalbennest. Und damit natürlich auch hier nochmal herzlich willkommen, liebe Leute, zu Ori and the Blind Forest. Es ist einfach unglaublich schön. Wie das gestaltet ist, es ist eine Art Disney und ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist unglaublich schön. So, jetzt hier mal hoch. Da ist es wieder. Das glänzende Licht, das Blatt. Nanu? Wer bist du denn? Als Naru mein Licht nahm, sacht. No. Wie ihr eigenes Kind. Ah, oh, ist das schön. Ist das schön. Na. No. Ah. Erstmal strecken. Ah. Oh, ist das schön. Die Sonne scheint. Ich gehe mal raus zum Spielen. Ist das nicht ein schöner Tag? Hui! Und wir springen über die Wiesen und lachen und haben Spaß. Hallo! Haha! Jetzt erstmal die Bäume schütteln und die Äpfel sammeln. Hm, lecker, lecker. So, hier gibt's keine Äpfel mehr. Schauen wir mal nach, wo wir die nächsten finden. Och, ist das schön. Ist das einfach schön. Na, so. Bin ein bisschen schwerer als du, Ori. Aber mag schon gehen. Ach, ist das einfach nur schön. Eine Geschichte von Freunden und Familie. Da, schau nur. Ganz viele Äpfel.
in der Ferne. Und so bauten wir eine Brücke, Tag für Tag und Nacht, gemeinsam als Familie und Freunde und hatten Spaß ohne Ende und spürten die Liebe in uns und mampften natürlich fleißig Äpfel. Doch irgendetwas spürte Ori. Und so schauten wir, was uns in dieser schicksalshaften Nacht tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Ich rief nach Ori. Und er hörte mich. Schnell weg hier! In Sicherheit. Wir beide halten zusammen. Komme, was wolle. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Alles runtergekommen hier. Alles verwelkt. Das Licht, es war verschwunden. Und die Schönheit mit dem Licht. Und keine Äpfel mehr da, nirgends. Keine Nahrung. Ach, ich erinnere mich an die Zeit. Ah! Im Niedergang und ohne Licht. Der letzte Apfel. Hier ist Ori. Als der Wald nur blind und traurig war. Aber möchtest du nicht auch, Mama? Nein, mein Kind. Iss. Irgendwie kommen wir da ran. Krauchen wir mal hier hinein und dann holen wir uns mal die Äpfel. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. So viele Äpfel. Jetzt haben wir genug. Die Erinnerungen, die zeigen sich. Spaß, genug zu essen, Freude und Familie und Geborgenheit. Ach, schaut mal. Teamwork. Wir müssen unbedingt was zu essen. Für unseren großen Freund finden. Für unsere Mutti. Ich hab was zu essen gefunden. Schau mal. Das ist genug für uns beide. Mama? Ich hab was zu essen. Wach auf.
Bitte wach auf. Oh nein. Mama. Nun wieder eine Weise, ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. So gehen wir in den dunklen Wald, ohne Hoffnung, auf der Suche nach meinem Licht. Aber wir sind schwach und es gibt nichts mehr, für das es sich lohnt. So schwach und voller Leiden. Na, komm schon, wir packen das. Wir kriegen das hin. Als Schreie die Stille zerrissen. Und Stille zu schreien wurden. Au, das kiekst. Oh. Ah. Und jede Hoffnung nahmen. Na, ich muss hier durch. Gleich hab ich's geschafft. Ah, aua. Nur kurz ausruhen. Nur ganz kurz. Als die Kraft meines Kindes wich. So müde, hungrig, so kaputt. Ich bin so kaputt. Und der letzte Atemzug getan war. Kam das Licht und somit auch die Hoffnung zurück. Boah, hab ich eine Gänsehaut. Belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Die Reise beginnt hier und jetzt. Spiel gespeichert. Und damit nochmal herzlich willkommen hier zu Let's Play Ori and the Blind Forest. Alter, hab ich eine Gänsehaut schon durch den Anfang allein und schaut euch doch mal bitte diesen Background, diesen Hintergrund an. Wie schön das alles gestaltet ist mit diesen Farben und Blumen und Wäldern. Ah, wow. Natürlich trübt der Schein auch, denn wir haben ja unsere Mutti verloren, unsere Ziehmutti. Aber wie sagt man schon so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das solltet ihr bitte niemals vergessen. Niemals. Mehr möchte ich noch nicht verraten. So. Jetzt aber erstmal, halte A gedrückt, um zu springen. Okay, wir müssen also Anlauf nehmen und wir befinden uns in der Waldsenke. So, kann ich da, nein, da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Komme ich da hin? Tatsache, da komme ich hin. Oh, jetzt hätte ich mir fast wehgetan, aber da scheint es noch nicht weiterzugehen hier.
Da komme ich sicherlich nicht hin. Das tut mir sicherlich weh. Das macht sicherlich... Halte nach unten gedrückt und A durch Plattformen durch nach hin, also nach unten zu springen. Okay, so cool. Es ist übrigens ein Jump'n'Run-Spiel. Sieht man auch schon. Also, es ist wirklich mal was anderes hier auf dem Channel. Sowas gab's bei mir noch nicht. Aber das Spiel ist einfach so unglaublich schön. Ich musste es euch zeigen. Ich musste euch einfach Ori and the Blind Forest zeigen. Und ich wollte es unbedingt selbst endlich spielen. Und deshalb... Kann ich? Ah. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Also die geben uns quasi unten unser Leben wieder und unser Leben ist unten in diesen grünen Punkten halt dargestellt. Wissen wir schon mal Bescheid. So, da springen wir besser mal drüber. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen kannst und dein Spiel speichern kannst. Drücke und halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Spiel gespeichert. Hat ja schon mal gut geklappt. Eieieiei. Puh. Was ist das für ein glänzendes Licht? Du hast etwas Geisterlicht gefunden. Prima. Wenn du den Kreis füllst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Huh. Aber natürlich ist das alles noch Vorgeplänke. Aber wir merken schon, das Spiel ist kein Kinderspiel und es ist vor allem auch nicht ungefährlich, denn Ori muss mit Gefahren kämpfen. Tief im Wald fand Ori, was verloren gegangen war. Wahrscheinlich die Hoffnung. Wahrscheinlich das Licht. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf eine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Oh oh, Tippe wiederholt. X an, um die Geisterflamme zu be... Weg! Du hast einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Heieiei, wurden gleich verletzt hier zu begehen. Hau ab! Heieiei, jetzt wird's aber... Jetzt merkt man schon... Eieieiei. Jetzt merkt man schon ganz klar und deutlich, das ist kein Kinderspiel. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Waldsenke. Okay. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Na, da haben wir ja schon mal ein Ziel vor uns. Und wir merken auch gleich... Ah! Und wir merken auch gleich natürlich... Es ist kein Kinderspiel, habe ich ja gesagt. Du hast einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe B an, um den Fähigkeitenbaum aufzurufen. Ah! Ah! Und jetzt haben wir hier so einen Skillbaum, Fähigkeitenbaum. Erfahrung. Dieser Balken zeigt an, wie viel Geisterlicht Ori eingesammelt hat. Absorbiere nach noch 48, um einen weiteren Fähigkeitenpunkt zu erhalten. Jetzt können wir also skillen. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abkühlzeit. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Ich denke mal, Flammensalbe ermöglicht es dir, drei Flammen abzufeuern, bevor du nachladen musst. Ich denke mal, das sollte am Anfang sehr gut sein. Erstmal unsere Geisterflamme zu verstärken.
Aha. Ich denke, das ist schon... So, hier können wir uns wieder heilen. Sehr gut. Ei, au. Aua. Controller? Halt, stopp, Controller. Dann muss ich wohl... Mein Controller spinnt gerade. Ich kann nichts mehr machen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle erstmal einen Schnitt und sehen uns hier in der nächsten Folge wieder von Ori and the Blind Forest. Vielen Dank fürs Zusehen bis hierher und ich hoffe, euch gefällt das Projekt, denn ich habe jetzt schon mega viel Spaß daran und hab Gänsehaut. Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut. Ich find's einfach mega geil. Einfach schön. Einfach schön. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.